Hallo meine Lieben, heute gibt es eine Anleitung, wie man ganz ohne Nähen dieses stylische Sofakissen gestalten kann. Es ist ganz einfach herzustellen. Wir brauchen dafür eine größere Stoffbahn, die mindestens doppelt so groß sein muss wie das Kissen, oder aber man verwendet, so wie es hier zu sehen ist, einfach einen Bettbezug. Und dann brauchen wir noch ein Sofakissen, entweder ein viereckiges oder ein rundes. Ich habe mich für ein viereckiges entschieden. Das Stoffteil legen wir nun doppelt hin, beziehungsweise wenn es Bettwäsche ist, dann liegt sie ja sowieso doppelt. Und dann legen wir das Kissen in die Mitte drauf. Und nun wird das Ganze ausgeschnitten. Mit einem Abstand zum Kissen von etwa 15 cm Breite. Nun werden ringsherum Fransen eingeschnitten, und zwar in beiden Lagen gleichzeitig, etwa 3 cm Breite. Ich fange in der Spitze an und muss dann ein wenig schräger schneiden, so dass ich in der Mitte gerade bin von dem Kissen und von dort an wieder etwas schräg werden, damit ich in die Spitze hineinkomme. Die Einschnitte sollten stets bis zum Kissen erfolgen. Wenn alles eingeschnitten ist, können wir das Kissen entfernen und dann entfernen wir auch noch eine oberste Schicht von unserem Stoff und die unterste Lage drehen wir nun auf die andere Seite, so dass die rechte Seite unten liegt. Danach können wir das Kissen wieder drauflegen und auch das zweite Stoffteil mit rechts nach oben auf das Kissen legen. Nun werden die Fransen miteinander verknotet. Und zwar immer den oberen und die untere Franse miteinander verknoten. Wir machen hier stets einen doppelten Knoten. Franse für Franse so vorgehen, immer das obere und das untere Teil miteinander verknoten. So lange weiterarbeiten, bis insgesamt alle Fransen miteinander verknotet sind. Danach werden die Fransen noch in der gewünschten Länge gekürzt. Und damit ist das stylische Sofakissen schon fertig, ganz ohne Nähen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.